Das ist Skifox, Schneeplausch im Sitzen, Karfen, Geniessen, etwas für Bauchmuskeln tun. Die Geräte kann man mieten beim Gabriel Riedo oder beim Sportmulis auf Bardiel am Pizol. Dort hat es Testtage. Das war der Plausch bei Superwetter, aber auch beim Nebel, beim dicken Nebel geht es. Der Gabriel Riedo ist für uns ein Stück gefahren. Selten, dass es so Nebel hat am Pizol. Aber es zeigt sich, der Fox, der schlaue Fuchs, findet auch durch den Nebel durch. Woo! Skifox! Direkt in die Kamera? Ja, das ist egal, das mache ich im Deutschen. Du bist noch ein bisschen außer Atem, gell? Bist extra aufgekauft wegen uns in den Nebel rein, gell? Ja, genau. Jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Skifox ist ein Sportgerät, das auch sehr viele Kalorien verbrennt. Außerdem das einzige Sportgerät, das die Bauchmuskeln trainiert. Echt wahr? Warum ja, also, das? Ja, wie? Warum das, Bauchmuskeln? Ist natürlich, wenn man jetzt versucht, ein bisschen laufen zu lassen, muss man natürlich die Skili aufzuheben. Ah, Moment schon, das ist ein Skili unten da, genau, gell? Genau, das sind die kleinen Skili, die heissen Gleiter. Wow. Hier dran hast du so eine Metallkante, ja. Die dienen dann zum Bremsen. Ja. Und dann ist eben genau das Ziel, dass wenn du fahren musst, die Metallkante natürlich in die Luft hochgeht. Um aber die Füße in der Luft zu halten, brauchst du natürlich brutale Bauchmuskeln. Aha. Und die musst du natürlich auch trainieren. Wenn du den Winter lang Skifuchs bist, bist du im Sommer natürlich perfekt parat für die Body. Dann bist du der richtige Fuchs im Sommer. Bist ein Riesenfuchs, genau. Im Winter im Schnee und nachher bei den Mädchen, oder? Jetzt haben wir es immer anders vorgestellt. Ein bisschen, weißt du, so im Fernsehen schauen, ein bisschen zurücklehnen und so weiter. Aber es ist anstrengend in dem Fall, he? Ja, anstrengend. Es ist Wintersport. Man bewegt sich. Man fühlt sich nachher, dass man etwas gemacht hat. Aber es ist komfortabel. Wir haben natürlich den ergonomisch geformten Holzsitz. Wir haben den Stossdämpfer, der sehr viel Schläge absorbiert, den man sonst beim Ski- oder Snowboardfahren mit den Knien absorbieren muss. Ja, genau. Durch genau. Das natürlich schon. Man sagt ja, es ist eine legerere Sportart. Was bist du? 1,74? Ich bin 1,72. 75 Kilo schwer? Ja, das kann ich jetzt am Fernsehen so nicht sagen, aber es ist in der Region. Das wäre richtig. Und genau. Du heisst das Skifox Forever oder machst andere Sachen auch? Ja, also ich mache eigentlich jegliche Sportarten. Aber im Winter ist natürlich schon das Augenmerk vom Skifox, weil das ist einfach ultimativ, oder? Weißt du, das sind heisse Schuhe, gell? Lockere Schuhe. Genau, nicht du hast natürlich. Also ich kann jetzt hier auch mal demonstrieren, wie wir die Skili abziehen. Ja. Yeah. Ich nehme mal, ich bin jetzt hier den ganzen Tag am Skifoxen und bei den Skischuhen, wir wissen alles, was das für eine Plage ist. Am Skifox nimmst du die, ja. Und natürlich leger. Aha. Bist gut zu Fuß, du kannst auch noch Bergwanderung dazu machen. Ja, super. Hey. Ja, ja, und das Gerät ist gar nicht schwer, gell? Das Gerät ist auch nicht schwer, also ich kann euch auch gerne mal zeigen. Man nimmt das eigentlich so. Ja, so. Ah. Also das Fliegengewicht fast schon. So. Ja. Ja, da könnte man jetzt ohne Seichen gerade schnell auf den Berg selber rauflaufen. Habe ich selber vorher gemacht. Ah, ja. Das haben wir ja sogar auf Band. Ich bin jetzt vorher auf einem gesessen, weiss nicht, ich muss jetzt schauen, ob ich hinten noch drauf sitze. Bin ich drauf? Ja, genau. Ich komme auch noch mal drauf. Ja, also auf jeden Fall, das Gleichgewicht halten ist relativ einfach, gell? Ja, also ich sage, es ist ein bisschen eine Übungssache. Wir haben ja, wie gesagt, die zwei Skili, die helfen natürlich schon ein bisschen helfen bei dieser ganzen Gleichgewichtsgeschichte. Am Anfang versucht man das Gewicht eigentlich mehr für auf die Skili zu geben. Und wenn man besser wird, nah dies nah, tut man dann einfach das Gewicht gegen hinten verlagern. So hat man dann auch mehr Speed und man kann dann auch anfangen, Carving-Schwünge zu machen. Also man muss sich vorstellen, man kann eigentlich dann den Sitz richtig abdrücken, wenn ich da durch mit dem rechten Hand Gewicht reingebe, ja, genau. Dann ich eigentlich die Kante in den Schnee drücken und durch das kann ich dann eigentlich so einen richtigen Carving-Schwung rausholen. Dann machst du das richtig karfen. Genau, es ist natürlich... Also ich empfehle jetzt, auf immer einseitig dann, in diesem Fall? Genau, der ist einseitig, ja. Also man ist wirklich eigentlich in der Kante und im Optimalfall kommt man eigentlich mit der Hand schon gerade in den Schnee runter. Aha. Also es ist eigentlich schon... Wow, du, Aber es ist natürlich wie beim Ski- und Snowboardfahren, das ist auch eine Übungssache. Man kann nicht davon ausgehen, dass man Tag 1 gerade mit dem Carving anfangen kann. Das ist schon... Und du gehst ein bisschen weniger hoch, gell? Das ist sicher auch ein Aspekt. Wenn man dann so weit ist und möchte carven, dann muss man sich mal vorstellen, man ist dann so im Schnee. Yeah. Und wenn man es dann nicht schafft, dann geht man eigentlich gerade mal noch so runter. Genau. Und das ist jetzt auch nicht besonders schmerzhaft gewesen. Eben, gell? Also so Daumenverletzungen und so Sachen sind eher weniger der Fall, he? Ja, so habe ich jetzt noch nie davon gehört. Ja. Habe ich jetzt noch nie davon gehört. Man hat den Daumen eigentlich oben und wenn man umkippt, ist mir schon noch genug clever, dass man die Finger noch schnell rauszieht. Aber ist jetzt so eigentlich auch noch nie passiert. Wie kommt man jetzt so einen Fuchs her da? So ein Gerät, weißt du? Wie man den bekommt? Ja. Ja, es gibt verschiedene Varianten. Wir haben jetzt die neuen die beim Fabrice, beim Sport Mullis. Gerade hier oben, wo man unten mieten kann. Wir sind jetzt da mit seiner Fahne präsent, dass es für alle klar wird. Ja, genau. Also gut, da müssen wir sagen, da sind wir Pardiel, Pizol, gell? Genau, ja. Pardiel, ja, natürlich. Bei Maria zu, ja, genau. Ja, natürlich. Wir sind auf dem Pardiel, oder? Wir haben das Traumwetter verwünscht für unser Video. Unglaublich, gell? Da haben wir natürlich auch Glück. 10 Meter Sichtweite, gell? Ja, aber für den Skifox kein Problem. Beim Skifox hast du Bodenkontakt, fühlst du immer sicher. Genau. Ist gar keine Sache. Nein, eben, wir können beim Fabrice, also beim Sport Mullis, mieten gehen. Man kann aber auch Events mit ihm organisieren. Oder sonst, wenn man sagt, ja, 10 Skifox langt nicht, dann kann man auch über skifox.com eine Anfrage schicken. Und man kann dann bis zu 40 Leute eigentlich so einen Gruppenausflug machen, auch für Firmen oder so. Genau, aber für Nähe, für Leute auf dem Pizol, der Fabrice hat die Miete. Und mit günstigen Preisen kann man dann da
den ganzen Spass ausleben. Ah, das heisst, es spielt keine Rolle, ob ich nicht überbei oder ob ich von der Ski herkomme. Also ich kann es mal probieren. Ist für beide etwa gleich schwer oder einfach, oder? Ja, also man kann sich für den Einstieg vom Skifahren ableiten, weil man ja doch auch zwei Skiri an den Füßen hat. Genau. Aber das Gute natürlich auch ist, man kann sagen, okay, man ist ein Ski- oder Snowboardfahrer, man ist am Morgen am Skifahren, die Pisten sind noch perfekt. Und dann sagt man sich, gut, am Nachmittag, wir haben die Konditionen oder Wetter wie jetzt, wird es langsam ein bisschen neblig oder es wird ein bisschen sulzig, kann man sagen, gut, am Nachmittag habe ich irgendwie nicht mehr so Lust auf Skifahren, ich wechsle auf den Skifuchs. Ah, ja, du kannst genau mit den Ski oder Snowboardschuhen in die Universalbindung rein, die wir von den Gleitern haben. Und dann kann man eigentlich für einen halben Tag... mit den Skischuhen kannst du auch rein da? Genau, Ski oder Snowboardschuhe. Man kann auch mit den Wanderschuhen, wenn ich jetzt eigentlich dran bin. Ja, genau. Ist aber natürlich nachzulegen, dass man ein stabiles Fußgelenk hat. Ja. Man muss einfach wissen, dass wenn man natürlich einen Skischuh hat, dann hat man da so wie einen Winkel, oder? Ja, da kann man genau relativ gut bremsen. Genau. Ja, wenn man natürlich einen Wanderschuh hat, ja, genau, ist man genau nicht so stabil. Ja, natürlich, natürlich. So bremst du denn? Du stellst den Fuß auf, so? Genau, ja, man tut eigentlich mit der kleinen Ski so rein. Wenn man natürlich besser wird, dann ist es mehr so eine Sache mit dem Ski querstellen. Genau. Wie beim Skifahren eigentlich. Ja, dann genau man dann so bremsen. Genau. Wann hast du angefangen, Skifoxen? Skifoxen habe ich angefangen vor 5 Jahren. Ja. Wir sind ja da lustigerweise über... Zuerst gesnöbelt, oder? Ja, also gesnöbelt und Skifahren eigentlich. Ja, ja, also am ja Anfang Skifahren, Skischule natürlich, muss man ja durch. Und dann Snowboarden, das war die Phase, 3-4 Jahre. Und nachher habe ich eigentlich Freeski angefangen, aber ich mache immer noch ein bisschen alles. Ja, ja. Und der Skifox ist halt noch dazu. Freeski dann mit breiten Ski? Ja, breit, ja. Es ist eigentlich schon lange her. Freeski vor 7 Jahren mit dem Freestyle auf CA gewonnen. So breit sind sie nicht, nein. Ja, ja. Tiefschnee, auch ein Thema? Tiefschnee durchaus auch ein Thema. Mit Ski, Snowboard und Skifox. Ja, also Skifox. Skifox auch. Es ist dann, muss man sich vorstellen, man muss ständig die Füße in der Luft haben. Ja. Wenn man natürlich dann mit, mit der Ski einsinkt, in Tiefschnee, dann kann es ein durchaus dumme Unfall geben. Oder? Man muss sich vorstellen, dann graben sich eigentlich die Füße in den Schnee und dann, ja, dann wird man ein bisschen vorgezogen. Darum Ski, also Tiefschnee ist eigentlich erst Thema, wenn man wirklich sicher ist und eigentlich mit der Rückhalt, also mit der Rücklage kann Skifoxen. Ja, dann sagen wir mal Forever Skifox, gell? Ich sage auch, wir haben ja unser Slogan, hockst einmal drauf, hörst nie mal auf. Nie mehr auf. Und bis jetzt ist es so. Bei mir hat es eingeschlagen.